Schönen guten Tag. Vielleicht gehören Sie zu denen, die jetzt gerade im Moment eingeschaltet haben und durch Zufall diese Runde hier heute sehen. Oder Sie haben auf YouTube geklickt und zack ging dieses Video auf und Sie fragen sich, was ist das nun? Oder in der Mediathek. Oder aber Sie gehören zu denjenigen, die sich gesagt haben, Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das will ich unbedingt sehen, und haben Ihren Smart TV so programmiert, dass nun diese Aufnahme läuft. Oder es gibt zig Wege, Fernsehen zu gucken, zumindest das, was man noch Fernsehen nennt. Es ist das Bewegtbild, das kann linear zu Ihnen kommen, also dann, wenn es die Fernsehmacher vorsehen, oder aber völlig ungebunden von Zeit und Ort. Und was diese ganzen vielen verschiedenen Ausspielwege für das Fernsehen und vor allem für die Bewegtbild-Giganten ARD und ZDF bedeutet, also die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, was kommt, was bleibt, was geht, diese Frage wollen wir hier heute klären. Und ich freue mich, dass wir ein reiches Podium haben, reich an Wissen, an Fachwissen, reich an Erfahrungen und reich an Einfluss. Und ich begrüße Heike Raab, die in Rheinland-Pfalz zuständig ist für Medienpolitik, Staatssekretärin und damit dem Vorsitzland der Rundfunkkommission. Und damit müssen Sie nichts Geringeres als dafür sorgen, dass am Ende 16 Bundesländer, die den Rundfunkstaatsvertrag immer wieder neu festlegen und mit dem Rundfunkstaatsvertrag auch die Regeln aufstellen, nach denen ARD und ZDF arbeiten, die zu koordinieren und dazu zu bringen, am Ende mit einer Stimme zu sprechen. Außerdem eine Stimme im Fernsehrat, also auch eine Kontrollfunktion und eine Beratungsfunktion. Frau Raab, schön, dass Sie hier heute bei uns sind. Ich freue mich auch sehr, Frau Tacke. Ebenfalls einflussreich, ebenfalls Kontrolle aus dem Nachbarbundesland Hessen, der oberste Medienpolitiker Axel Wintermeyer. Schön, dass Sie heute hier sind. Und ich freue mich sehr über den großen Vordenker, Denker des öffentlich-rechtlichen und überhaupt der rechtlichen Seite der Medienpolitik, einer der profiliertesten, der prominentesten Medienrechtler Deutschlands, Professor Dr. Dieter Dörr ist heute bei uns. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Und last but not least, der Chef im Haus ZDF, derjenige, der tagtäglich entscheidet, was läuft im ZDF, aber eben auch langfristig entscheiden muss, welche Rolle spielt das ZDF in 15 Jahren in der medienpolitischen Landschaft in Deutschland. Intendant Thomas Bellut heute hier auf dem Podium. Und ich würde gerne so gliedern, die Frage ist ja, was bleibt, was geht, was kommt, dass wir starten mit einer Bestandsaufnahme, mit der Frage, was bleibt. Und wenn man nach der fragt, was bleibt, dann kann man sich bei einem sicher sein, die Kritik an ARD und ZDF. Und die ist zurzeit besonders laut. Im Spiegel war es gerade ein Titel wert. Der Cheflobbyist, der Verleger und Vorstandsvorsitzender von Springer, Matthias Döpfner, ist auch sehr laut und viele andere auch. Herr Bellut, wie erklären Sie sich die laute Kritik aktuell? Es hat sicherlich damit zu tun, dass die Länder, die beginnen im Netz einige Veränderungen zu machen, zu überprüfen, wie sind die Regeln für die öffentlich-rechtlichen Sender. Es hat zu tun, dass viele Verlage Probleme haben, dass die klassischen Leser wegfallen, dass sie versuchen, im Internet Publikum zu finden, also Leserschaft zu finden und zu binden, sie auch zu bezahlten Angeboten zu führen. Und das sorgt für eine gewisse Aufregung. Ich finde, ich sage intern immer meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das müssen wir ertragen. Wir kritisieren ja auch andere in unserem Programm. Muss allerdings sagen, dass einige der Stimmen schon ziemlich hart waren. Es war eigentlich bisher unüblich, unter Kollegen gleich die schärfsten Waffen rauszuholen und auf uns zu schießen. Aber das müssen wir einfach aushalten. Ich werde das in dem Stil nicht machen. Ich bin der Meinung, die Zeitungen sind wichtig. Sie sind wichtig auch als Grundlage weiter für die Begleitung von Politik, zur Vermittlung von Informationen. Wir haben viele Felder der Zusammenarbeit auch. Und ich bin sehr interessiert daran, dass das weiter so geht. Ich möchte auch den Verlagen keine Geschäftsmodelle zerstören als öffentlich-rechtliche Anstalt, sondern bei uns geht es darum, dass wir einfach für die Zukunft, wir reden nachher drüber, die Veränderungen in dem Nutzungsverhalten aufgreifen dürfen und Fernsehen auch im Netz machen können, etwas besser, als wir es jetzt machen. Die Kritik ist ja nicht nur laut, sondern auch sehr vielschichtig. Gibt es einen Punkt oder zwei oder drei, wo Sie sagen, da haben Sie schon recht, also da ist die Kritik auch berechtigt an ARD und ZDF?
Das fällt mir jetzt auf Anhieb nicht ein. Ich finde, Unrecht haben Sie da mit dem Vorwurf der Staatssender. Das ist in der Tat ein unfairer Vorwurf. Ich will jetzt nicht von Nordkorea-Vergleichen sprechen, aber das wurde ja auch von Herrn Döpfner gebracht. Aber im Konjunktiv, lassen wir es im Konjunktiv stehen. Ich finde, diese Form der Auseinandersetzung ist nicht nötig. Berechtigt finde ich, dass die Verleger anmahnen und Sorge haben, dass wir bestimmte Dinge tun könnten, die ihnen das Geschäft noch schwerer machen. Objektiv ist das Geschäft für die Verlage im Moment schwerer geworden, ganz klar durch die technischen Veränderungen. Und nochmal, das sollten wir, soweit es irgendwie geht, vermeiden, dort in dieses Geschäft reinzugehen. Und ich bin auch als Leser sehr daran interessiert, dass die Zeitungen weiter ihr Publikum finden. Ich halte sie für wichtig. Mhm. Professor Dörr, Sie haben einen langen Blick auf die Entwicklung in Sachen Medienpolitik. Ist das, was wir gerade erleben, ein üblicher Sturm, der vorüberzieht? Oder aber, wie es der Intendant des Deutschlandradios genannt hat, ist das ein Klimawandel? Ändert sich da was? Ist das doch heftiger, als wir das sonst erleben? Also wir hatten auch schon in der Vergangenheit ganz heftige Auseinandersetzungen. Das darf man nicht vergessen. Und zwar um das duale System. Als es darum ging, brauchen wir privaten Rundfunk? Wie viel privaten Rundfunk brauchen wir? Brauchen wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch? Das war in den 70er und 80er Jahren eine ganz heftige Auseinandersetzung, auch zwischen den beiden großen politischen Lagern. Also das war mindestens so heftig wie jetzt, aus meiner Sicht sehr viel heftiger. Aber wir haben einen Klimawandel im Verhältnis Presse-Rundfunk. Und das überrascht mich ein Stück, wenn ich auch manches nachvollziehen kann. Es überrascht mich deshalb, weil die Demokratie und der Rechtsstaat auf verlässliche Medien angewiesen sind und eigentlich Qualitätspresse und öffentlich-rechtlicher Rundfunk natürliche Verbündete sind. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Und die Herausforderungen der Presse liegen nicht am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Die Presse sieht sich großen Herausforderungen ausgesetzt. Durch die Digitalisierung, dadurch brechen die Leser weg, das Nutzungsverhalten verändert sich. Sie hat vielleicht auch in Teilen darauf ein wenig spät reagiert. Das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Aber ihre eigentlichen Herausforderer, das sind die großen Netzwerke, das sind die großen Giganten. Google, Facebook, Amazon und wen es da sonst noch gibt. Das sind die Unternehmen, die der Presse die Werbung abgraben, nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also das ist eigentlich unter Rundfunk- und Medienökonomen unbestritten, dass die Online-Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks allenfalls sich marginal auf Presse auswirken. Natürlich gilt es zu verhindern, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Presse in ihrem eigentlichen Feld im Online-Bereich Konkurrenz macht. Aber das ist aus meiner Sicht auch nicht sein Interesse und dagegen kann man auch Vorkehrungen treffen. Man kann bestimmte, besonders presseähnliche Angebote ein Stück weit begrenzen. Das ist in der Vergangenheit so geschehen. Das wird aus meiner Sicht in Zukunft auch so bleiben. Aber man muss sehen, dass die Herausforderung für die Presse nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Herr Winterweyer, stimmen Sie dem zu, hier kämpfen die Falschen gegeneinander oder haben Sie Verständnis dafür, dass die Verleger sich gerade so am öffentlich-rechtlichen Rundfunk abarbeiten? Also wie Herr Professor Dörr das eben gerade gesagt hat, reiben wir uns auch als Politiker gelegentlich mal die Augen, wenn diejenigen, die für Qualitätsjournalismus stehen, nämlich Zeitungen, Tageszeitungen in Deutschland und auch die entsprechenden öffentlich-rechtlichen Sender dort in eine Gegenhaltung gehen. Sie müssten an sich dasselbe Ziel verfolgen in Zeiten von Fake News, in Zeiten von manipulatorischem Handeln von Großunternehmen, aber auch von Staaten. Ich will das nur als Stichwort mal nennen. Die Manipulationsvorwürfe, die Russland gemacht worden sind über Netzwerke während des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs. Da müssen meiner Meinung nach wirklich stabile Informationsstrukturen mit validen Informationen stehen. Und da müsste man sich an sich die Hand geben und sagen, wir gehen gemeinsam den Weg. Wir als Medienpolitiker der Länder, vielleicht kleiner Einschub, die Anstalten ARD und ZDF sind Länderanstalten. Auch das ZDF ist eine Anstalt der Länder und als solche gegründet worden.
haben natürlich ein besonderes Interesse, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfest zu machen. Das ist ja auch eines der Themen, die wir heute diskutieren werden. Und die Frage der Akzeptanz von öffentlich-rechtlichem Rundfunk, das ist ein Punkt, der uns auch sehr, sehr bewegt, weil wir in unserer Gesellschaft leider heute feststellen müssen, dass viele, viele Institutionen, auch die Politik, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Akzeptanzprobleme bekommt. Und da machen wir uns intensive Gedanken darüber, wie wir dieses wiederherstellen können. Wir werden sicherlich nachher über Beiträge möglicherweise noch sprechen, aber das Wichtigste ist an sich das Angebot und wo kann ich das Angebot aufnehmen. Ja, die wenigsten der jungen Leute, ich glaube 2/3 aller jungen Menschen bis 29 informieren sich über das Internet, zu 2/3. Ja, und 1/3 guckt an sich nur noch lineares Fernsehen. Also muss dort auch ein Angebot da sein, wo die Menschen sind. Und darüber diskutieren wir sehr intensiv und müssen auch die rechtlichen Voraussetzungen als Länder schaffen. Herr Bellut, Herr Wintermeyer hatte gerade das Akzeptanzproblem angesprochen. Und wenn man irgendwie die Kritik hört, könnte man wirklich sich denken, da gibt es ein Problem. Aber gerade was Glaubwürdigkeit, was Zufriedenheit anbelangt, werden ja immer wieder Umfragen gemacht. Und die spiegeln dieses Bild, das man ja auch haben könnte, bei der ganzen Kritik gar nicht wieder. Wie sind da die Ergebnisse von den Umfragen? Also das Krisenbild, das in einigen Kommentaren in den Zeitungen gemalt wird, kann ich nicht bestätigen. Es gab im Rahmen der Flüchtlingskrise Veränderungen bei dem Thema zum Beispiel Glaubwürdigkeit. Mittlerweile ist es aber auf dem Stand, den wir seit Jahren beobachten, dass ungefähr 2/3 die öffentlich-rechtlichen Angebote, genau wie die der Qualitätszeitung, insofern gibt es tatsächlich ein gemeinsames Interesse, wir erreichen dasselbe Publikum am Ende, gibt es einen stabilen Wert, der ungefähr bei 2/3 Zustimmung ist. 1/3 der Bevölkerung sagt, den traue ich nicht oder gar nicht. Und das ist auch bei den Tageszeitungen, bei den Qualitätszeitungen, auch bei den Regionalzeitungen der Fall. Also man kann nicht davon reden, dass es eine eigene Akzeptanzkrise ist. Und auch jetzt Bundestagswahl, wir haben gerade genau untersucht, wie hat das Publikum die Berichterstattung aller Medien gewertet, aufgenommen. Und da sieht man, dass die Öffentlich-Rechtlichen, wie die Zeitungen, außerordentlich wichtig sind und auch gute Bewertungen dafür bekommen. Also auch da wieder, es ist nicht so, dass die Mehrheit sagt, die berichten nicht richtig oder anständig, sondern nein, sie laufen, die öffentlich-rechtlichen Sender und die Qualitätszeitung, auch andere Medien, Hörfunk zum Beispiel, dpa hat ein gutes Image. Also da hat sich so dramatisch nichts verändert. Es ist eine große Stabilität. Trotzdem ist auch eine Gruppe von 1/3, die deckt sich ungefähr mit denen, die auch nicht zur Wahl gehen, ist mir viel zu groß. Wir müssen daran arbeiten. Ich glaube schon, dass es immer wichtig ist, Thema Flüchtlingskrise immer wieder zu prüfen, wie haben wir berichtet, ja, haben wir die richtigen Akzente gesetzt, haben wir schnell genug auf Veränderungen reagiert. Das halte ich für völlig normal. Übrigens, auch die Kritik in den Zeitungen ist absolut normal. Wir müssen uns dem stellen, gerade wenn man über Beiträge finanziert ist, ist doch logisch, dass alle zahlen und dass man sich dann der Kritik stellen muss. Nur ist die Kritik in einer Weise gekommen, die ich nicht nachvollziehen kann, dass es tief in die Berichterstattung reingegangen ist. Also dass gesagt wird, dass die ihre Arbeit nicht richtig machen und anderes. Das finde ich nicht nachgewiesen und etwas polemisch auch. Mhm. Frau Raab, wir haben gerade gehört, Akzeptanz ist hoch. Umfragen zeigen Glaubwürdigkeit 60, 70, 80% immer noch gegeben. Nur würde man das mal weiterdenken, ist diese Akzeptanz, hat die auch ein solches Gewicht, dass beispielsweise nächstes Jahr in der Schweiz gibt es eine Volksabstimmung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Würden Sie die Prognose wagen, wenn es so eine Volksabstimmung in Deutschland gäbe, würden dann auch diese 60, 70, 80%, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schätzen, auch dafür stimmen, dass es ihn so in dieser Form weitergibt? Da bin ich überzeugt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das System von der Mehrheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger getragen würde. Aber dieses Drittel, das Herr Bellut eben angesprochen hat, der kritischen Stimmen, das ist einfach lauter geworden. Das ist politischer geworden. Und insofern ist das Spannungsfeld, in dem sich Medienpolitik im Moment befindet, auch zu einem Hochspannungsfeld geworden. Und das ist aber... Und es sind Drücke, die von verschiedenen Seiten ausgeübt werden. Das eine ist, dass aufgrund der veränderten Mediennutzung in der digitalen Welt die
es zu Wettbewerbsverzerrungen auch kommt. Die Einbrüche seitens der Verlage, die auch sicherlich, was einige Häuser angeht, in schwierige Situationen kommt. Wir haben aber auch in der Rundfunkkommission uns mit diesen Themen beschäftigt. Wir haben über fast 2 Jahre lang mit dem Bund, gemeinsam Bund, Länder, uns zum Thema Medienkonvergenz zusammengesetzt und haben überlegt und versucht, mit Experten darüber nachzudenken, wo finden die Veränderungen in der konvergenten Medienwelt statt, wie können wir darauf reagieren. Und da war uns die Situation der Verlage absolut bewusst. Deshalb haben wir auch darauf hingewirkt, dass wir eine Bereichsausnahme im kartellrechtlichen Bereich, dass mehr Kooperation bei den Verlagen ermöglicht, hinbekommen. Eine gleiche wollten wir für bessere Kooperation im öffentlich-rechtlichen Bereich, was IT-Zusammenarbeit, Produktion, alles außerhalb Programm angeht, hinbekommen. Das ist uns damals nicht gelungen mit dem Bund. Deshalb sind wir jetzt in Überlegung, das eben länderseitig im nächsten Rundfunkstaatsvertrag zu lösen. Das heißt, der Druck, Einkommenssituation der Verlage. Der nächste Druck, Herr Dörr sprach es an, die große Wirkmacht der Drittplattformen, die alle US-amerikanisch dominiert sind und die Einkommenssituation nicht nur bei den Verlagen, aber auch, ich sag mal, bei den privaten VPRT auch beeinflussen, viele neue Player auf dem Feld und das geänderte Mediennutzungsverhalten. Und für uns als Vorsitzende in der Rundfunkkommission, sage ich immer, ist das duale Mediensystem so entscheidend. Wir haben in Deutschland eine unglaubliche Medienvielfalt, einen Pluralismus. Der Urknall damals für den privaten Rundfunk, der fand in Rheinland-Pfalz statt. Deshalb waren wir auch immer ein Land, obwohl wir hier stolz sind auf die Sitzanstalten im öffentlich-rechtlichen Bereich, aber dass wir gesagt haben, in dem Pluralismus, in der Dualität liegt auch die Kraft. Mhm. Und deshalb müssen wir, und da bin ich ganz, wir sollen ja noch nicht über die Zukunft reden, da kommen sondern, wir hin. Sondern über die Ist-Situation. Und ich verstehe die Drücke. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass zum Teil das Vokabular so verschärft worden ist. Und es gibt auch in Deutschland politische Parteien, die sich, ich glaube, hier auch in der Wortwahl deutlich vergreifen. Wir brauchen einen Grundkonsens, denn Meinungsvielfalt und das Zeigen auch in verschiedenen Medienwelten ist ganz wichtig, um sich im demokratischen System eine Meinung zu bilden. Aber ich glaube, der gute Ton, der sollte auch in der Auseinandersetzung um die besten Lösungen auch gewahrt werden. Und es brauchen auch alle Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wir werden keinen Zeitungsverlag damit retten, indem wir einem anderen Medienträger Entwicklungsmöglichkeiten verweigern. Herr Windermeyer, die Ränder sind gerade angesprochen worden und die sind ja besonders laut in den sozialen Medien. Man sagt, die sind gar nicht so groß, also auch Echokammern, Filterblasen, so sind aktuelle Studien, seien gar nicht so ein großes Phänomen wie in den USA, aber gerade ein Problem oder ein Phänomen an den Rändern und dort auch besonders laut. Gleichzeitig wird der Vorwurf formuliert, dass ARD und ZDF, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, vor allem nur die Menschen in der Mitte erreichen würde und auch nur die abbilden würde. Gehen Sie diesen Vorwurf mit? Wie sind da Ihre Beobachtungen? Nein, wir gehen den Vorwurf nicht mit. Wir beobachten das natürlich auch kritisch. Das ist auch unsere Aufgabe, weil wir Länder auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten in ihrer Entwicklung entsprechend auch begleiten. Einige von uns sind ja auch im Rundfunkrat und versuchen das dann entsprechend auch mit zu steuern. Ich glaube, dass man schon jede Kritik, die geäußert wird, auch wenn sie von den sogenannten Rändern kommt, zumindest ernst nehmen muss, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Irgendwo hat das ja seine Gründe. Und wenn ich das kurz sagen darf, wir haben ja ein Phänomen, dass heute die Menschen durch die Digitalisierung, ich will es mal so bezeichnen, also Internet und sonstige Dinge auch immer, ihre eigenen Programmdirektoren geworden sind. Mhm. Sie schaffen sich ihre eigenen Räume, auch politischen Räume. Und wir stellen mit zunehmender Sorge fest, dass man sich nur noch unter sich unterhält und der Meinung ist, das ist die Meinung der Gesellschaft. Mhm. Also sie haben nicht ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern sie gucken an sich nur im Spiegel sich immer wieder selbst an und finden sich einfach gut, politisch. Ja? Mhm.
Und da ist es meiner Meinung nach notwendig, dass wir in der Frage von Medienkompetenz, die wir den Menschen auch vermitteln, gerade junge Leuten vermitteln müssen, sehr viel mehr tun müssen und gleichzeitig auch die Meinungsvielfalt versuchen müssen, in die digitalen Medien hineinzubringen. Mhm. Und deswegen bin ich davon überzeugt, und wir können nachher auch über einige Punkte reden, überzeugt davon und habe auch einiges da in der Richtung schon gemacht, dass wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk, validen Journalismus, also Journalismus, dem man trauen kann, der auch das gesamte Spektrum und nicht nur einseitige Spektren sich anschaut und darüber berichtet, in die Medien hineinbringen muss, die Menschen aufnehmen. Wir müssen diese, ich sag mal, diese Kugeln, in denen manche Menschen mit ihren politischen Überzeugungen sitzen, aufbrechen. Lassen Sie mich den Satz noch sagen. Herr Bellot hat das Thema Flüchtlinge und Berichterstattung über Flüchtlinge angesprochen, die sicherlich, Stichwort Kölner Domplatte, zu einigen großen Irritationen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk geführt haben. Ich glaube, er hat daraus auch seine Lehren gezogen. Aber gerade diese Menschen, die ihre eigenen Strukturen bilden, die ihre eigenen Clouds quasi bilden, in denen sie leben, die haben sich in ihren Vorurteilen dadurch bestätigt gefühlt. Und das war an sich der größte anzunehmende GAU in dieser Frage. Ich glaube, es ist ganz wichtig, um Akzeptanz im öffentlich-rechtlichen oder für das öffentlich-rechtliche System und die Institution zu finden, dass man valide Berichterstattung anbietet und diese möglichst auch breit streut und auch die Menschen sich damit auseinandersetzen können. Also nicht nur Medienkonsum, sondern auch öffentlich-rechtliche zu kritisieren, aber nicht in der Form, wie das die Ränder machen. Definitiv nicht. Eine Kritik, die immer wieder kommt, und auch da gibt es aktuelle Umfragen, die zeigen, dass das auch eine Kritik ist, quer durch alle Gesellschaftsschichten durch, ist die politische Einflussnahme. Sie haben es angesprochen, natürlich wird Medienpolitik von den Ländern gemacht. Das ist auch, die Regeln geben die Länder am Ende vor, und sie haben auch durch Fernsehrat, Verwaltungsrat eine Kontrollfunktion. Frau Raab, wie ist Ihr Einfluss aufs ZDF? Wie nehmen Sie Einfluss? Gar nicht. Also das ist ja, sind ja zwei völlig verschiedene Momente. Das eine ist, dass wir in der Rundfunkkommission der Länder, so wie mein Kollege Axel Wintermeyer es auch beschrieben hat, versuchen, das Recht so weiterzuentwickeln, dass sich die duale Medienordnung auch in den veränderten Zeiten gut gestaltet. So, da sind wir Rechtsetzungsorgan an der Stelle, nicht alleine. Jede Entscheidung, die wir treffen, die darf dann, die muss natürlich noch einen wichtigen und weiteren Weg gehen. Wir sind jetzt in der Vorunterrichtung der Parlamente zum 21. Rundfunkstaatsvertrag. Das ist ja ein ganzes Prozedere, was da in Gang gesetzt wird. Und dann gibt es verschiedene Aufsichtsorgane. Für die Privaten sind das die Landesmedienanstalten, die dort eine wichtige Aufsicht haben. Wir haben Jugendschutznet und die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben Rundfunkräte und Fernsehräte. Und da haben wir ja mit der Änderung des ZDF-Staatsvertrages und auch mit den anderen Staatsverträgen, Deutschlandradio-Staatsvertrag ist jetzt gerade, tritt jetzt gerade in Kraft, haben wir darauf hingewirkt, dass die staatliche Einflussnahme auch durch eine geringere Repräsentanz einfach gar nicht gegeben sein kann. Es ist aber auch so, dass Politikerinnen und Politiker auch eine wichtige Gesellschaftsgruppe in Deutschland sind. Und deshalb werbe ich auch dafür, dass wir nicht politikfreie Räume schaffen. Es sind Mitglieder der verschiedenen Religionsgemeinschaften Deutschlands dabei. Es sind die Arbeitnehmerverbände, die Arbeitgeberverbände, die sich für Gleichstellung, für Kulturpolitik und für viele andere Fragen einsetzen. Und ich finde, die Politik hat auch ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, wie wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk organisieren. Und das hat nichts mit Staatsfunk oder sonst was zu tun, sondern ich möchte auch als Bürgerin und Politikerin genauso wie andere gesellschaftlichen Gruppen auch ernst genommen werden. Genau. Wenn ich das kurz ergänzen darf, von meiner Seite aus, ganz kurz nur ergänzen darf. Ich bin jetzt in keinem Fernsehrat, in keinem Rundfunkrat drin, sehr bewusst als Medienpolitiker, um nicht dort in die Situation zu kommen, bestimmte Entscheidungen, die ich getroffen habe, dann auch in so einem Fernsehrat zu exekutieren. Aber ich sage sehr deutlich, wir
sind Rechtsaufsicht, ja, aber wir sind keine inhaltliche Aufsicht. Also es ist definitiv so, dass Politik nicht vorgibt, wie die Nachrichten gelesen werden, welche Sendung läuft oder sonst irgendetwas, sondern wir schaffen nur die Rahmenbedingungen dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich entsprechend entwickeln kann. Und das muss nicht immer so sein, dass wir dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk damit gut tun. Wenn ich an die Strukturdebatte denke, die wir momentan gerade führen, da fordern wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon erhebliche Einsparnotwendigkeiten. Damit machen wir uns an sich keine Freunde, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Keine Freunde, aber dennoch ist natürlich die Macht, die Sie haben, indem Sie durch einen Rundfunkstaatsvertrag die Spielregeln vorgeben, eine erhebliche Macht. Nicht aufs Programm, aber darauf, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk... Völlig klar. Nur ist Frau aber geteilte Tag, Macht. Frau Tack, ich sage Ihnen Folgendes dazu. Frau Kollegin Raab hat das ja eben gerade gesagt. Politik hat ein demokratisch legitimiertes Mandat. Ja. Und dieses nehmen wir entsprechend auch wahr. Und wir diskutieren das zum Beispiel jetzt in Rundfunkfragen unter 16 Bundesländern, die völlig unterschiedliche parteipolitische Färbungen haben, kommen dennoch zu einem entsprechenden Ergebnis. Aber das nehmen wir uns schon als Politik heraus, zumal wir diese Staatsverträge, die wir abschließen, ja auch noch mit den jeweiligen Länderparlamenten, die demokratisch gewählt sind, rückspiegeln müssen. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist das schon in einer parlamentarischen Demokratie sehr zulässig, Rahmenbedingungen politisch zu setzen. Herr Bellut. Ja, Frau Tacke, vielleicht kann man den Zuschauern von Phoenix das auch erklären, wie so ein Gremium eigentlich arbeitet. Es ist so, dass der Fernsehrat zum Beispiel jetzt sich ex post, also wenn die Sendungen gelaufen sind, zum Beispiel mit der Wahlberichterstattung beschäftigt hat. Der Fernsehrat, das sind 60 Menschen, davon sind ein Drittel dürfen staatsnah sein und der Rest ist staatsfern. Das heißt, auch da stimmt der Vorwurf, das Bundesverfassungsgericht hat das extra überprüft, Professor Dörr weiß, wovon ich rede, er war auch dabei, dass dieses Ziel erreicht wurde. Ich finde das eine vernünftige und auch durchschaubare und eine klare Regelung. So, und dann wird kritisiert, auch Phoenix-Zuschauer, die Kritik von Phoenix-Zuschauern erreicht ja uns, wenn das ZDF zum Beispiel oder ZDF-Mitarbeiter dort tätig waren, auch dort erreicht uns die Kritik. Und es ist doch völlig normal, dass dann auch kritisch und ruhig heftig kritisch über Sendungen gestritten wird. Das ist doch absolut notwendig. Wir brauchen auch eine Kontrolle. Es ist aber keine geführte Kontrolle, sondern sie ergibt sich aus der Diskussion. Übrigens, auch das, was die Zeitungen über unsere Sendungen schreiben, fließt bei uns ein in die Beurteilung von Sendungen. Wir leben ja in einem offenen System. Wir sind nicht geschlossen. Auch das war in der Höhepunkt der Flüchtlingskrise immer wieder ein Thema. Na, die lassen sich doch aus Berlin sagen, was sie zu tun haben. Das ist Quatsch. Sie sind auch nicht völlig abgeschlossen. Wir sind offen. Und der Fernsehrat ist eines der Mittel, dass wir diese Plattform haben für eine klare, offene Diskussion über Qualität. Und darum geht es. Es geht um Qualität. Es geht um Korrektheit. Und diese Debatte führen wir dort. Herr Dörr, wie erklären Sie sich, dass dennoch es wirklich breit oder verbreitet ist, dass es wirklich quer durch alle Gesellschaftsschichten die Annahme gibt, dass Politiker, Ministerpräsidenten oder auch die Bundeskanzlerin irgendwie Intendanten oder Chefredakteuren diktieren könnten, was sie senden? Woher kommt das? Woher das kommt, kann ich Ihnen auch nicht genau sagen. Es gibt ein weit verbreitetes Misstrauen, nicht in der großen Mehrheit, aber bei einer sehr lautstarken Minderheit überhaupt gegen die Medien. Die werfen insgesamt den Medien vor, staatsgelenkt zu sein. Also auch der Presse. Sie werden bei vielen auch hören, dass die Qualitätszeitungen das schreiben würden, was Regierungen ihnen diktieren. Schön wäre es. Jetzt müssen wir aber mal noch einen Punkt beleuchten, der hier eine ganz große Rolle spielt. Das ist nämlich die Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Das Bundesverfassungsgericht hat von Beginn an die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hochgehalten und verteidigt. Und man kann ja durchaus kritisch sagen, es gab Zeiten, wo die Zahl der Politik zuzurechnenden Gremienmitglieder zu hoch waren. Das war auch meine feste Überzeugung. Und ich habe ja mit dafür gestritten, dass sich das ändert. Und das Bundesverfassungsgericht hat im ZDF-Urteil, im Gremienurteil entschieden, dass die Zahl der Staatsbank zuzurechnenden Vertreter strikt zu begrenzen ist. Und auch noch vielfältig sein muss. Mhm. Da hat es auch Wert drauf gelegt. Und es hat sehr, sehr klare Vorgaben da gemacht.
Und insoweit ist der Vorwurf einer Steuerung durch die Politik völlig verfehlt. Das Zweite ist, selbst bei der Ausgestaltung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks redet ja das Bundesverfassungsgericht mit. Es hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Bestands- und Entwicklungsgarantie zugestanden. Es gibt keine andere öffentliche Organisation, die eine so starke verfassungsrechtliche Stellung hat. Ich weiß, wovon ich rede. Also wir als Universitäten würden uns freuen, wir hätten auch so eine Bestands- und Entwicklungsgarantie mit auch noch einer Finanzierungsgarantie. Das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Daran sieht man, um das ganz deutlich zu sagen, wie wichtig dem Verfassungsgericht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Und es tut das aus meiner Sicht zu Recht. Trotzdem hat die Politik übrigens berechtigterweise Gestaltungsspielräume. Das betone ich auch immer. Die Politik darf ausgestalten, wie jetzt der Auftrag im Einzelnen eben bestimmt wird. Dafür ist sie auch demokratisch legitimiert. Da haben Sie völlig zu Recht darauf hingewiesen, das sind demokratisch legitimierte Parlamentarier, die darüber entscheiden. Und sie müssen auch diese Aufgabe wahrnehmen. Aber der Vorwurf der Staatsnähe, und deshalb hat mich dieser Begriff des Staatsfunks so ungeheuer gestört, der ist einfach verfehlt. Er bedient ein Vorurteil, was in keiner Weise zutrifft. Applaus hier im Saal. Was auch bleibt, ist die immer wiederkehrende Frage, braucht es ARD und ZDF eigentlich noch? Wir haben ja Facebook und Twitter und die Politiker twittern auch und jeder kann sich mitteilen. Jeder kann sowieso Journalist sein und hat auch die Möglichkeit, über YouTube eine riesen Reichweite, wenn er gut ist, braucht es ARD und ZDF überhaupt noch? Die Frage kommt immer wieder und die stelle ich auch gleich Ihnen, weil Sie sich damit auch schon wissenschaftlich auseinandergesetzt haben. Ja, ich habe mich damit immer wieder auseinandergesetzt. Ich will mal eins am Anfang sagen, die Frage ist immer berechtigt. Die Frage ist durchaus berechtigt zu sagen, brauchen wir in einem bestimmten Bereich eine öffentlich-rechtliche Einrichtung? Und ich sage als Ergebnis, das vorwegzunehmen, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so sehr wie fast nie zuvor. Und zwar genau wegen der Situation, in der wir heute bei der öffentlichen Debatte sind. Wir haben ganz neue Mitspieler und es wird immer schwerer, wahre von falschen Behauptungen, Gerüchte von sorgfältig recherchierten Berichten zu unterscheiden. Wir brauchen in dieser Situation, ich greife jetzt ein Wort von Karl Eugen Eberle auf, dem früheren Justiziar des ZDF, Inseln der Verlässlichkeit. Wir müssen wissen, wo sind Informationsbereiche, auf die man sich jedenfalls mal grundsätzlich verlassen kann. Und dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk als eine öffentlich finanzierte, staatsferne, von der Gesellschaft, nämlich ihren Gruppen getragene Einrichtung, das ist ja der Rundfunkrat oder beim ZDF der Fernsehrat, da spiegelt sich die Gesellschaft wieder, eine sehr gute und bewährte Einrichtung. Sie hat sich in der Vergangenheit bewährt und wird sich auch in Zukunft bewähren. Weil wir in der Demokratie, und da werde ich jetzt sehr grundsätzlich davon leben, dass wir umfassende Informationen brauchen, auf der einen Seite, und wir brauchen auch Institutionen, die die Werte der Demokratie vermitteln. Paul Kirchhoff hat zu Recht gesagt, nur der informierte und die Werte der Demokratie kennende Bürger oder Bürgerin sind demokratiefähig. Deshalb sind solche Einrichtungen zentral für unser Staatswesen. Rechtsstaatliche Demokratie lebt davon. Und ich komme nun viel in der Welt herum und sehe andere Mediensysteme. Ich sehe zum Beispiel das Mediensystem in den USA. Und dann kann ich mir auch vorstellen, warum es zu solchen Wahlen kommt, wie sie in den USA stattfinden. Ich sehe ein System wie in Kanada, wo es ein bisschen besser ist, oder in Australien mit ganz schwachen öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, dann geht Informationsvielfalt verloren. Und wir müssen die erhalten. Nur um dieser Aufgabe nachzukommen, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch wirklich
alle erreichen. Und deshalb genau. Die Frage an Sie, Herr Wintermeyer, Integrationsauftrag. Muss der in Zeiten von Social Media neu definiert werden? Wie kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in 15 Jahren und auch jetzt ganz konkret dafür sorgen, dass er nicht ein Drittel verliert oder die Hälfte verliert oder irgendwann nur noch für 10% der Bevölkerung sendet? Also zunächst mal muss er qualitativ und vor allen Dingen auch interessante Berichterstattung und Programm haben, weil das natürlich das die beste Möglichkeit ist, auch Menschen dafür zu begeistern, den ARD oder ZDF als Beispiel zu schauen. Aber ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wir müssen meiner Meinung nach auch neue Wege der Informationsbeschaffung der Menschen berücksichtigen. Wir haben, das ist einem fast gar nicht mehr bewusst, erst seit 10 Jahren Smartphones. Also das heißt, dass ich mobil alles abrufen kann, egal wo ich bin. Vorher gab es nur die Handys und SMS und MMS-Möglichkeiten. Und diese neuen Möglichkeiten, dass ich, egal wo ich auf der Welt bin, zu welcher Jahres- und vor allen Dingen Tageszeit ich es will, will ich mir was abrufen. Und da müssen meiner Meinung nach valide Medien, und ich rede jetzt noch nicht mal alleine von öffentlich-rechtlichen Medien, sondern auch zum Beispiel von Zeitungsmedien, abrufbar sein und ihr Angebot entsprechend einstellen können. Und ich habe damit gar keine Probleme. Im Gegenteil, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass wir auch Clouds oder Cloud-Anbieter im öffentlich-rechtlichen Bereich strukturieren, damit Menschen Tagesschau zu jeder Tages- und Nachtzeit abrufen können, gleichzeitig eine App haben. Herr Bellot, Sie haben eine ZDF-App, die just in time mir die Informationen organisiert. Das ist, was die Menschen erwarten. Und dahinter natürlich auch noch journalistische Aufbereitung, weil ich sage das sehr offen, nicht jeder kann mit einer Ad-hoc-Information etwas anfangen und sie einordnen. Dafür gibt es halt eben Journalisten, die aufgrund ihrer Kenntnisse diese Einordnung auch für den Zuschauer, Zuhörer oder wie auch immer den Streamer, man das heute vielleicht nennen würde, dann ganze Arbeit leisten. Also insofern, wir müssen die neuen Wege beschreiten in der Informationszurverfügungsstellung. Und dafür müssen wir auch kämpfen. Und da sind wir uns auch als Länder, wenn ich das so sagen darf, sehr einig. Ich will Ihnen noch ein Beispiel geben. Wir haben vor einigen Jahren über das Jugendangebot von ARD und ZDF uns intensiv, ich will nicht sagen gestritten, aber wir haben ordentlich dort gekämpft, wie wir das machen und sonst wie auch immer. Und ich sage das jetzt mal, ohne mir auf die Schulter zu klopfen. Ich war der Einzige, der damals gesagt hat, macht es nicht linear über Funk, sondern macht es ausschließlich digital. Bin sehr dankbar, dass es umgesetzt hat. Und wenn heute die Kolleginnen und Kollegen kommen und sagen, das war der richtige Weg, und zwar auch die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann glaube ich, haben wir damals schon die richtige Entscheidung getroffen. Man muss die Wege der Jugend gehen, wenn man sie erreichen will. Und man kann nicht die üblichen Wege einschreiten und glauben, die Leute laufen einem hinterher. Herr Bellot, Herr Wintermeyer spricht es gerade an. Die ZDF-Familie ist aktuell sehr erfolgreich. 3 bis 13 gibt es den Kika, jetzt aktuell 14 bis 29 haben wir Funk. Dann haben wir Fernsehlinear, so Ü60 und dazwischen meine Generation, so 29 bis 59. Da haben wir ZDF Info und ZDF Neo. Reicht das für dieses große 29 bis 59 oder ist das so die, also wie erreicht das ZDF die? Das ist natürlich die Königsfrage. Also wir sind in der Gruppe noch sehr erfolgreich. Also das lineare Fernsehen generell. Überhaupt muss man sagen, es ist eine schleichende Revolution, ja, aber sie ist da. Sie trifft im Augenblick in voller Schärfe auf die Gruppe unter 30. Deshalb hat Herr Wintermeyer recht. Es ist gut, dass der ganz junge Sender ins Netz geht, weil dort ist es wie ein Labor für uns. Es geht ja nicht nur darum, das machen wir ja schon über die Mediathek, unsere Sendung auch im Netz abrufbar, wie Sie gesagt haben, anzubieten. Das funktioniert auch sehr gut. Nehmen wir das Beispiel Heute Show. Das sind ungefähr 4 Millionen, die es am Abend sehen. Dann ungefähr knapp 500.000, das steigt, die es im Netz sehen. Das sind die Politiker vor allem, die ja wenig Zeit haben, die sich sehr selten darüber beschweren. Und dann plus noch mal 1 Million, die es dann noch mal in den Wiederholungen im Hauptprogramm oder in den Digitalsendern sehen. Also Sie sehen, das sind so unter 10% deutlich, die es im Netz sehen. Die Gruppe steigt aber, ganz klar. Und darauf müssen wir uns einstellen. Interessant wird es, und darüber reden wir auch bei der Neugestaltung, wir müssen doch lernen,
für das Netz eigene Angebote zu entwickeln. Das heißt, eine 45er-Doku wirkt im Netz natürlich anders als auf dem Bildschirm, auf einem großen Bildschirm. Die ganze Ästhetik wird sich ändern. Und da ist Funk ja jetzt unterwegs, versucht dort neue Wege zu gehen. Andere natürlich auch. Das ist eines der wichtigsten Fragen. Insofern bin ich froh, wenn wir ein bisschen mehr machen dürfen, auch eigene Angebote im Netz entwickeln dürfen für Informationen, ganz wichtig. Ja. Wie sieht das mit den Nachrichten aus? Wir wissen, die Jüngeren sind immer weniger bereit, eine Heute- oder eine Tagesschau linear zu sehen. Die Gesamtzahlen sind nach wie vor hervorragend. Das sind wichtige Sendungen. Aber bei der Gruppe, die ohnehin übrigens auch immer schon sehr schwer zu erreichen ist, hat sich was geändert. Und da müssen wir doch versuchen, eigene substanziell befriedigende Angebote zu machen, also wo es stimmt einfach, wo wir unsere Qualitätsansprüche auch wiederfinden, fürs Netz aufzubereiten. Und da sind wir gerade am Anfang. Das müssen wir schaffen. Weltweit haben das wenige geschafft. Guckt man auf den deutschen Markt, muss man sagen, im Augenblick ganz klar, zum Beispiel Spiegel Online an der Spitze. Wir können auch durch unsere Beschränkung beim Text, das ist nicht immer schön, wir konzentrieren uns ja auf das Bewegtbild, gar keine Konkurrenz machen. Wir sind natürlich stark in der Verbreitung unserer Programme. Wir finden uns schon wieder mit der Mediathek. Da sind wir führend unterwegs in der Top-Gruppe. Aber in diesen neuen Formen ist noch viel zu tun. Da sind wir gerade erst am Anfang. Wir lernen jetzt Schritt für Schritt, wie man das Publikum erreichen kann. Wir haben uns gerade die Wahlsendung, zum Beispiel den Wahlabend, angesehen. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur die Jüngeren, sondern auch die Älteren mittlerweile Fernsehen gucken und parallel im Netz andere Ergebnisse noch suchen, andere Kommentare. Also es wird immer anspruchsvoller und darauf werden wir bei der nächsten Wahl sicherlich auch stärker noch reagieren, dass wir zum Beispiel noch eigene Angebote entwickeln müssen, wie die Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Instituten, die sich äußern, aufbereitet werden. Also kurzum, wir müssen dieses Publikum noch genauer kennenlernen und wir müssen uns da langsam jetzt ranarbeiten. Und ich hoffe, das ist der bescheidene Wunsch, dass die Länder uns ein bisschen mehr Spielraum geben, dass wir auch eigene Angebote im Netz machen können, so wie es Funk darf. Ja, ein bisschen mehr Spielraum. Sie haben gerade einige Punkte angesprochen, die auch aktuell diskutiert werden, eigentlich schon beschlossen worden sein sollten auf der Ministerpräsidentenkonferenz im Oktober. Und das Ganze ist jetzt nochmal vertagt worden auf den Februar. Das ist einmal, was Sie angesprochen haben, dass man auch Inhalte gezielt fürs Netz produzieren darf als öffentlich-rechtlicher Sender. Dann auch, dass Inhalte, und das verstehen ja ganz viele nicht, nicht direkt wieder oder nach 7 Tagen oder nach 10 Tagen gelöscht werden müssen, sondern im Netz auch weiter abrufbar sein können. Dann auch die Frage, wie dürfen ARD und ZDF auf Drittplattformen, also auf Twitter, auf Facebook etc. auftreten. Dann die Frage, gerade wenn es um Sparen geht, ARD und ZDF sollen stärker zusammenarbeiten, da gibt es Kartellverbote, also hatten Sie vorhin schon angesprochen, die für die Verlage schon aufgehoben wurden. Es gibt einige Punkte, die eben durch neue Regeln für ARD und ZDF in Form eines neuen Rundfunkstaatsvertrags aufgegriffen werden können oder nicht. Was sagen Sie, was ist da notwendig? Wir haben eine Reihe von Hausaufgaben jetzt schon gemacht. Das heißt, mit dem 21. Rundfunkstaatsvertrag schaffen wir Lösungen jetzt, um besser kooperieren zu können. Und wir haben jetzt die große Herausforderung, dass wir gerade das Thema des Telemedienauftrages, des Online-Auftrittes auch lösen. Und ich sage manchmal so ein bisschen spaßeshalber, wenn man diskutiert, wir haben ja lange über Presseähnlichkeit und Nicht-Presseähnlichkeit gesprochen, wie textlastig dürfen Angebote sein, wie sieht es mit dem Sendungsbezug aus. Es gibt mittlerweile auch eine Reihe von Zeitungsverlagen, die machen fast fernsehähnliche Angebote im Netz. Und es gibt in der Süddeutschen Zeitung von Herrn Prantl jetzt einen Podcast. Die Welt hat das nachmittags. Das sind fast Streaming-Dienste, die da angeboten werden. Und ich bin froh, dass sowas auch passiert. Aber ich bin auch froh, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht gleichermaßen schießt auf diese Angebote, wie das umgekehrt passiert. Aber was wir tun wollen ist, dass wir das Mediennutzungsverhalten der mobilen Gesellschaft, der jüngeren Generation, wir fokussieren uns oftmals immer auf die Jüngeren, aber es wird sich immer mehr verändern. Und was wir jetzt tun mit der vorliegenden Reform, ist quasi das in einen rechtlichen Rahmen gießen,
der eigentlich schon längst überfällig ist. Und wir reden seit 2013 darüber, den sogenannten Telemedienauftrag zeitgemäß weiterzuentwickeln. Was wir jetzt tun werden, ist eine kleine Weiterentwicklung. Man kann sich sicherlich noch sehr, sehr viel mehr überlegen. Ich glaube, dass die digitalen Welten noch viel größere Veränderungen mit sich bringen werden, als wir das jetzt mit den Verweildauern lösen. Aber es ist auch eine krude Situation, wenn, ich nehme mal ein Beispiel jetzt aus der ARD-Familie, wenn die Sendung mit der Maus nach 7 Tagen nicht mehr auf der WDR-Mediathek sichtbar sein kann, ich sie aber bei YouTube herunterladen kann. Und dann noch Werbung daneben geschaltet werden kann, die, an denen nur YouTube verdient. Ja. Und das betrifft nicht auch die Heute-Show. Die Heute-Show wird ja nicht 1:1 bei YouTube, sondern nur in so Cliffhangern oder in einzelnen Segmenten gezeigt. Aber wenn Sie lange genug suchen, finden Sie auch die komplette Heute-Show. Das heißt, wir haben auch dadurch, dass wir so reglementiert sind, quasi eine nicht ganz legale Weiterverbreitung von Inhalten über die Drittplattform, mit der wir uns stellen. Zum Teil sind es Bezahlinhalte oder es sind rechtlich geschützte Inhalte. Wir kommen vor völlig neue Fragen, auch die das Copyright betreffen, Urheberrecht, Lizenzrechte. Und wir sind hier in einem Rahmen, wo wir für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk das so machen wollen, wie es idealiter aussehen sollte. Und wir ja auch mit allen sprechen. Und wir haben das ja gar nicht so einfach uns nur, Herr Wintermeyer und ich mit den anderen 14 Kollegen, einfach so am grünen Tisch überlegt. Dem ganzen Verfahren ist eine Online-Konsultation hervorgegangen. Wir haben unendlich viele Gespräche geführt. Unser Kollege in Sachsen-Anhalt hat diese Arbeitsgruppe geleitet. Einem solchen Entwurf für einen Rundfunkstaatsvertrag geht ein mehrmonatiges Beteiligungsverfahren voraus. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und anders als Parlamente, wenn Sie im Deutschen Bundestag oder in einem unserer Landesparlamente eine Entscheidung treffen, dann reicht die einfache Mehrheit. Nein, wir brauchen in der Rundfunkkommission, in der Ministerpräsidentenkonferenz immer eine 16:0 Entscheidung. Das ist ein intensiver Einigungsprozess. Und ich kann nur allen immer sagen, niemand von uns macht sich die Entscheidungen leicht. Und wir sind auch nicht Lobbyist für die eine oder andere Seite. Aber dennoch werbe ich auch in dem pluralen, vielfältigen Mediensystem für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie haben das eben angesprochen. Die Internationalität, das weltweite Korrespondentennetz, die Regionalität, die auf der anderen Seite geliefert wird. Und die muss auch Bevölkerungsgruppen erreichen. Und ich will jetzt nicht den Chef von ProSiebenSat.1 zitieren mit dieser sehr plakativen Äußerung, die Menschen in verschiedene Bevölkerungsgruppen sortiert, sondern sie muss alle erreichen können. Ob ich mich zum Bildungsbürgertum zähle oder ob ich vielleicht mal eben nur die Nachrichten konsumiere, weil noch die wichtigsten Fußballergebnisse kommen. Aber ich nehme was mit dabei. Und dieser Grundversorgungsauftrag, der muss in der digitalen Welt neu definiert werden. Er muss, ein YouTube-Video, mein 16-jähriger Sohn, wenn nach 4 Sekunden das Video nicht mehr spannend ist, klickt er das weg. Und diese Generation, die muss auch in den Online-Auftritten aller Medien erreicht werden. Das trifft den Spiegel oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung genauso wie das ZDF oder die ARD. Herr Professor, um da gegenüber Amazon Prime, gegenüber Netflix, weil das sind ja diejenigen, die hier schon sehr stark sind, auch im deutschen Markt, um da mit Bewegtbild bestehen zu können. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen ganz konkret müssen sich auch wirklich zeitnah ändern, damit ARD und ZDF da ein Angebot auch setzen können? Also es müssen einige Begrenzungen fallen. Man muss ja übrigens den Ländern zugutehalten, dass sie etwas sehr früh und richtig in der Weichenstellung vorgenommen haben. Sie haben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen eigenen Online-Auftrag, juristisch heißt das Telemedienauftrag, gegeben. Das ist schon mal der richtige Einstieg. Der ist aber mit sehr vielen Begrenzungen versehen. Manche Begrenzungen, das muss man auch einräumen, kommen aus Europa. Die stehen gar nicht zur Disposition, weil die Europäische Kommission in einem Wettbewerbsverfahren bestimmte Begrenzungen vorgegeben hat.
auf die sich die Bundesrepublik Deutschland einlassen musste. Deshalb sind die Einzelheiten durchaus nicht unkompliziert. Aber die Verweildauerregeln müssen durchaus weitreichend verändert werden. Es ist in der modernen digitalen Welt niemand zu vermitteln, dass sehr viele Angebote nach 7 Tagen, andere nach Verweildauerkonzepten dann und dann herausgenommen werden müssen. Der Regelfall muss sein, dass diese verfügbar sind. Es gibt natürlich bestimmte Angebote, die kann ich gar nicht auf Dauer einstellen, weil ich die Rechte nicht habe. Genau. Etwa bei Filmen. Dann kostet das viel zu viel Geld. Oder bei Fußball. Aber an sich muss Verweildauerbegrenzung muss wegfallen. Das Zweite ist, es muss eine ganz klare Mandatierung für eigene Online-Angebote geben. Die gibt es teilweise schon, aber die muss klarer gefasst werden. Drittens muss klarstellend dafür gesorgt werden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Recht hat, seine Angebote auch über Drittplattformen zu verbreiten. Im Moment findet das ja alles in einem Grauraum statt. Und davon profitieren die Drittanverbreiter. Es muss ein Recht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, der dann auch die Möglichkeit hat, dafür zu sorgen, dass seine Angebote nach Möglichkeit unverändert verbreitet werden. Auch dafür gibt es übrigens schon Entwürfe. Es ist ja gar nicht so, dass die Länder darüber noch nicht nachgedacht haben und nicht sehr viel erarbeitet haben. Das Ganze scheitert eigentlich an einem völligen Nebenkriegsschauplatz. Da sind die presseähnlichen Angebote. Da wird dann darüber diskutiert, für welche Angebote soll das gelten, was ist presseähnlich. Kein Mensch weiß das. Darüber finden Prozesse ohne Ende statt. Ist eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz. Wir müssen auch dafür sorgen, aber das ist nicht so sehr der Rechtssetzer, dass öffentlich-rechtliche Angebote attraktiv präsentiert werden. Also man braucht eigene Plattformen. Man braucht vielleicht sogar in Zukunft sowas wie in Großbritannien, eine Plattform, in der öffentlich-rechtliche Angebote insgesamt gebündelt sind. Nicht nur von ARD und ZDF, sondern vielleicht auch von Kultureinrichtungen. Das ist die Zukunft, über die wir noch sprechen werden. Ja. Die nähere Zukunft, oder vielleicht auch gar nicht ganz so nah, aber wenn man darüber spricht, dass öffentlich-rechtliche Inhalte eben nicht direkt oder nach kurzer Zeit gelöscht werden, sondern im Netz bleiben. Viele Gebührenzahler sagen auch, ich habe den Inhalt ja bezahlt, wieso wird denn der gelöscht? Und wäre es nicht denkbar oder auch sinnvoll, dass es quasi ein Bewegtbild Wikipedia gibt, also dass es ARD und ZDF auch gemeinsam, man kann da Stichwort Kuba eingeben und dann kriegt man eine Doku zu und eine aktuelle Entwicklung und wie ein Wikipedia, aber eben reines Bewegtbild. Ist das was in der nahen Zukunft, was möglich sein sollte oder könnte? Also mir geht es an sich fast zu langsam, wenn ich das so sagen darf. Frau Kollegin Raab hat ja eben den 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag angesprochen. Und wenn es nach zumindest meinem und im hessischen Willen gegangen wäre, hätten wir auch die Frage der ganzen Begrenzungen. Denn auch dort nicht jetzt so, wie Sie es vorgeschlagen haben, so in dem Motto, wir machen es grenzenlos, aber so wenigstens aufgebohrt, dass man sagen kann, es ist nachvollziehbar. Es ist ein Produkt, was mit meinen Beiträgen bezahlt worden ist. Es gibt sogar ein Recht an diesem Produkt, das gekauft worden ist, das zum Beispiel 30 Tage lang geht und trotzdem muss es nach 7 Tagen aus dem Netz rausgenommen werden. Da gibt es also viele Dinge, wo man wirklich mit dem Kopf schütteln kann. Ich glaube, dass durchaus die Möglichkeit auch bestehen muss, in Plattformen wie Wikipedia oder sonstigen Angebote einstellen zu können, die ich aufsuchen kann. Also wo ich wirklich, also wie ein Lexikon, das ist ja auch der Sinn von Wikipedia, auf entsprechende Angebote von ARD, ZDF zurückgreifen kann. Es ist ein Problem der Auffindbarkeit und da kann man das sicherlich auch über solche Strukturen regeln. Ich will nur eine ganz kurze Bemerkung, wenn ich das darf, noch loslassen. Wir beschäftigen uns ja als Rundfunkkommission der Länder nicht nur mit der Frage, was gestatten wir jetzt den öffentlich-rechtlichen Anstalten, sondern wir haben ja auch danach ein klein wenig zu gucken, was machen andere. Es gibt Zeitungsverlage, die machen Streaming-Angebote mittlerweile. Ich kenne Zeitungsverlage, die haben unterhalten quasi einen eigenen Rundfunk, einen kleinen. Manche haben eingestellt, weil es sich nicht gelohnt hat. Und es gibt natürlich auch sehr viel von Privatanbietern, die anbieten im Internet,
die praktisch keiner Kontrolle unterworfen sind. Und unsere Landesmedienanstalten, die wir haben, sollen an sich im Grunde auch diese Kontrolle übernehmen, sodass wir momentan auch intensiv auf Bundesebene, also zwischen den Ländern auf Bundesebene, darüber diskutieren, über den Rundfunkbegriff. Wir haben veraltete Begriffe aus dem letzten Jahrhundert, ich muss eher schon sagen letzten Jahrtausend. Und wir müssen uns an eine neue digitale Welt, die viel breiter aufgestellt ist in ihren Transportwegen, anpassen, auch in der Frage der Medienkontrolle, weil die gehört auch zu einer staatlichen Aufgabe, dass hier nicht jeder anbieten kann, was er will, sondern dass das nach üblichen Grundsätzen freiheitlich-demokratischer Rechtsstaatsstruktur nur gewährleistet werden kann. Es wird von Ihnen auch schon angesprochen, Bundesverfassungsgericht hat den Auftrag. Achso, Entschuldigung. Dann machen wir erstmal hier direkt. Wenn ich gerne bei Wikimedia nochmal einsteigen könnte, das ist ja eine wirklich super spannende Frage, die wirklich aus der Community auch an uns herangetragen wird. Und ich habe im Sommer mit den Wikimedia-Leuten auch mal ein sehr intensives Gespräch darüber geführt. Aber es ist in der Tat eine unglaublich komplizierte lizenzrechtliche Frage, die auch sehr eng verknüpft ist mit dem Urheberrecht. Also wir müssen, diese ganze Open Access und Open Knowledge Initiative, die quasi das ganze Wissen auch frei zur Verfügung stellen will. Und wir müssen aber auch an Autorinnen, Autoren, an Produzentinnen und Produzenten denken. Und das ist für uns, Frau Dreyer hat als Vorsitzende der Rundfunkkommission auf der Ministerpräsidentenkonferenz sich auch dafür eingesetzt, dass der Telemedienauftrag wenigstens unten in dem Beschlussvorschlag so aufgenommen wird, dass wir ihn jetzt als Verpflichtung Ende Januar vorliegend haben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber auch dabei spielt das Thema, welche fairen Bedingungen, Handelsbeziehungen, Vertragsbedingungen gibt es mit den Produzenten? Und wir leben im Moment in einem goldenen Produzentenzeitalter angesichts der Serienflut, die über uns herkommt. Und das war gestern Abend auch so ein ganz wichtiges Thema. Aber andererseits hat das ZDF auch Terms of Trade vorgelegt, die ARD Eckpunkte 2.0 oder 4.0. Und da geht es genau darum. Und wir müssen das sauber regeln, weil wir müssen auch, ich sag mal, an die kreativen Köpfe in dieser Welt denken. Nicht alles kann einfach kostenlos frei zur Verfügung gestellt werden. Denn das kreative Potenzial muss am Ende sich auch im Butterbrot schmieren können. Und deshalb war mir das wichtig hier an der Stelle. Da gibt es welche, die sehr auskömmliche Möglichkeiten haben, andere aber auch noch nicht. Und das ist einfach auch ganz entscheidend an diesem Punkt. Rechte ist das Schlagwort dieser digitalen Zeit. Der Kampf um Rechte, übrigens trifft das die Verlage genauso, die sich ja zu Recht darüber beklagen, dass ihre Artikel kostenfrei verbreitet werden. Alle können sie lesen, sie kriegen nichts dafür. Damit haben sie ihr Problem, ja, wie sie an Geld kommen. Und deswegen, ich stehe dem auch positiv gegenüber, aber man muss jeweils die Rechte haben, um sowas machen zu können. Ja. Und das ist außerordentlich kompliziert. Man kann auch was tun, wir arbeiten gerade an einer Kulturplattform, wo wir alles, was wir an Kultur, wo wir die Rechte daran halten, verbreiten können. Da wollen wir auch mit Museen zusammenarbeiten, die uns auch Rechte zur Verfügung stellen. Das ist schon so ein bisschen die Richtung Wikipedia, ja. Aber das ist noch ein langer Weg, weil eben die Kreativen nicht auf der Strecke bleiben dürfen, die diese Inhalte herstellen. Das ist ganz klar. Bundesverfassungsgericht, Grundversorgung und immer dynamisch und entwicklungsoffen, so wurde das formuliert. Dynamisch und entwicklungsoffen, jetzt gerade im digitalen Zeitalter, wäre auch zu denken an eine App zum Kochen Gesundheit, das ist ja auch irgendwie Grundversorgung. Oder eine App zu, also sowas wie chefkoch.de oder wie auch immer. Also, das wollen wir gerade nicht machen. Nee. Ja. Nach der jetzigen Regelung auch, weil dort die Verlage zum Beispiel sehr stark drin sind. Also das machen wir auch. Weil sie private Investments machen, die Verlage. So ist es. Das ist, wir haben auf große Rezeptdarbietungen verzichtet. Unbedingt. Das gibt es nur im Vereinzelten. Aber das ist ja einer der Punkte. Wir wollen den Verlagen die Geschäftsmodelle nicht ruinieren.
Ja, offenkundig gab es die, man hat diese Regelung getroffen. Wie der letzte Stand ist, wie sehr sich das lohnt, weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich da keinen großen Ehrgeiz als öffentlich-rechtliche Anstalt. Nein, Kochen ist eine wunderbare Sendungsinhalt. Aber wer sich informieren will, soll die Sendung sehen. Er kann sie ja auch zeitversetzt nach den jetzigen Regeln sehen. Ja, wenn sich die Regeln ändern, auch häufiger. Aber irgendwann gibt es so viele Kochsendungen, kann kein Mensch sehen. Also es ist nach wie vor ein Live-Erlebnis, einer solchen Sendung zuzusehen. Nur die harten Fans gucken sich es in der Mediathek dann innerhalb der 7 Tage an. Also da habe ich, ehrlich gesagt, bin ich sehr zufrieden mit dem, was wir haben. Ich konnte das auch nachvollziehen, dass es damals so geregelt worden ist. Natürlich verändert sich jetzt die Nutzung. Ja. Irgendwann wird die Mediatheknutzung die Hauptnutzung sein. Wann sind wir da? Das ist auch eine ganz tolle Frage, die man sehr schwer beantworten kann. Also als ich Programmdirektor wurde, das ist schon 15 Jahre her, wurde mir schon das nahende Ende des linearen Fernsehens vorhergesagt. Es ist nach wie vor quicklebendig. Ja. Die Nutzungszahlen, ich will jetzt nicht angeben für ZDF, sind außerordentlich gut. Wir haben keine Einbrüche zu verzeichnen. Das gilt auch für die ARD im Großen und Ganzen. Bei den Privatsendern hat schon stärker zugeschlagen die Veränderung im Netz, muss man klar sagen, wobei RTL deutlich stärker daherkommt als die andere große Gruppe Pro7/Sat.1, weil die eben sich auch Informationssendungen zum Beispiel ab und an gönnen, im Unterschied zu Pro7/Sat.1, die das outgesourced hat. Die haben viel stärker auf Plattformen gesetzt, aber das Mediengeschäft kann man nicht nebenbei machen. Entweder man will es tun, man will unterhalten, wie bei den Privatsendern in erster Linie, wir haben einen etwas anderen Auftrag, aber man muss auch informieren, man muss rundherum ein engagiertes Angebot vorlegen, sonst findet man die Zuschauer nicht. Und die sind noch da, übrigens auch die unter 30 gucken nach wie vor Fernsehen. Die gucken natürlich weniger. Habe ich aber auch getan, als ich unter 30 war. Auch da ist die Veränderung nicht revolutionär. Nachrichten, immer mehr im Netz genutzt, mehr über die Tablets. Trotzdem wird hier, das Heute-Journal hat sich sogar verbessert bei den jüngeren Zuschauern. Heute ist ich auch stärker geworden, die Tagesschau ist auch gut unterwegs. Also man kann nicht sagen, dass das aufhört. Es kommt immer mehr dazu und da muss man dann sortieren. Trotzdem, wenn man sich die Zahlen anschaut, ich hatte jetzt mal Mittwoch einfach mal exemplarisch 19 Uhr Nachrichten, waren wieder über 4 Millionen Zuschauer, was ja wirklich viel ist für eine Informationssendung. Trotzdem waren es irgendwie 340.000 unter 49, was ja also einfach stark auseinandergeht. Da ist ja schon... Ja, aber wir ein bisschen Ältere sind ein bisschen gemütlicher. Wissen Sie dann, wenn man auch schon mal was konsumieren und dann ist einem das zu anstrengend, das muss man das Tablet noch irgendwie verbinden und vielleicht... dann, wie ist das, man kommt nach Hause so ein bisschen lean back. Ich glaube, das ist sicherlich auch völlig verständlich. Und wenn man mobil unterwegs ist, dann nimmt man natürlich gerne diese ganzen Möglichkeiten in Anspruch. Aber die jüngere Generation, die konsumiert halt ihre audiovisuellen Angebote manchmal liegend in der Hängematte oder ganz woanders. Also ich glaube, es ist einfach ein gutes filmisches Angebot mit einem Glas Wein oder einer Tasse Tee zu genießen. In einem adäquaten Sitzmöbel hat für gewisse Altersgruppen auch durchaus einen entspannenden Effekt. Das muss man einfach auch mal der Ehrlichkeit halber zugeben. Und deshalb muss man, ich glaube, das Lineare wird wirklich auch seine Bedeutung haben, aber das andere wird auch genauso wachsen. Aber so Prognosen, wann wird das wie sein, das weiß ich gar nicht. Ich erlebe schon, dass jetzt das Informationsmanagement ja ein völlig anderes ist. Man bekommt das Banner auf Smartphone, demnächst wird es mir wahrscheinlich im Head-Up-Display in meinem Auto angezeigt werden. Auch die digitalen Übertragungsgeräte, die gehen ja völlig weg vom Smartphone. Mein Kühlschrank kann mir schon morgens das Frühstücksfernsehen präsentieren. Also ich bin ja völlig weg vom Fernseher. Und der Fernseher ist auch nicht mehr nur fürs lineare Programm da. Bei uns zu Hause ist der manchmal Spielekonsole. Ich darf höchstens noch fragen, was kommt da gerade oder welches ist die Quelle, wo es herkommt? Und für die jungen Leute ist manchmal die Quelle auch gar nicht entscheidend, sondern der Inhalt. Und da geht es immer mehr so hin, die sagen nicht, ich gucke ZDF oder ARD oder Netflix, ich gucke die und die Serie oder das und das Angebot. Und das ist, glaube ich, auch ein Trend, dem die Mediatheken ja auch sehr Rechnung tragen, dass man so sehr auf Genres geht,
Und da versucht die Leute abzuholen, was die gerne mögen. Herr Bellu, wie ist denn da die Strategie? Weil Funk zum Beispiel, also für diejenigen, die Funk nicht kennen sollten, ist das junge Angebot, gibt es seit einem Jahr. Und da werden Inhalte ausschließlich für produziert, Videoinhalte, die dann auf YouTube, auf Facebook verbreitet werden. Also nicht, es gibt keinen linearen, keinen klassischen Fernsehweg mehr für diese Bewegtinhalte. Und da ist die Frage, Funk, soll sich das als Marke etablieren? Soll jemand wissen, dahinter stecken ARD und ZDF? Oder ist das langfristig völlig egal? Muss diese Marke ZDF überleben oder müssen nur die Inhalte überleben? Naja, Funk macht erstmal was Richtiges und das gehört zu uns und wir lernen was davon. Das ist mir erstmal wichtiger, wie das die Nutzer dann empfinden. Ich glaube, sie werden es dann irgendwann merken. Aber ich wollte noch einen Satz zu dem sagen. Sie haben ja völlig recht. Bei der Heute gucken relativ wenig Jüngere. Es gilt auch für andere politische Sendungen, auch Talkshows. Mhm. Aber ist das nicht trotzdem unsere Pflicht, das anzubieten? Gar keine das Frage. Nein, ich will den Punkt einfach auch nicht gegen Sie, sondern für die Zuschauer einführen. Es ist doch gerade Grundversorgung heißt, dass wir der Bevölkerung eine Basis an Informationen liefern, auch wenn es mal nicht so hohe Akzeptanz findet. Wir wissen beim jüngeren Publikum, natürlich gucken die nicht so oft die klassischen Nachrichten. Wenn aber irgendwas passiert in der Welt, sind sie da. Ja. Sie wissen dann genau, hier kriegst du hochqualitative Angebote. Du kannst dich darauf verlassen, was dort kommt. Sei es ein Anschlag wie damals in München oder in Paris, dann schnellen die Zahlen, die Nutzungszahlen auch der Jüngeren hoch. Übrigens auch im Netz hoch. Und da steigt dann auch die zeitversetzte Nutzung im Netz unserer Nachrichtenangebote. Ich will sagen, ich habe keine Angst davor, dass wir auch mal älter sind in der Struktur. Warum denn nicht? Aber dafür gibt es ja den Beitrag, dass wir immer verlässlich das anbieten, selbst wenn die jüngere Gruppe mal nicht so interessiert ist daran. Was haben wir vor der Wahl alles an Sendungen gemacht? Das gilt auch für die ARD. Ja, das ist unsere Pflicht. Ja, und addiert erreichen sie eine enorme Zahl. Die Vorwahlsendung ohne die Öffentlich-Rechtlichen im Fernsehen, man kann eigentlich nur noch RTL ernsthaft dazu zählen. Ich würde mal vermuten, dass bis zu 80% aller Angebote von den öffentlich-rechtlichen Sendern gekommen sind in dem Fernsehbereich. Dazu kommen natürlich die Zeitungen und andere. Aber das ist auch unsere verdammte Aufgabe. Die Privatsender haben andere Pflichten. Sie müssen Gewinne machen. Und wenn sie gut gemanagt werden, wie bei RTL, dann kümmern sie sich auch noch um Informationen. Aber wir müssen es tun. Wir haben den Beitrag gerade angesprochen. Sie haben auch gesagt, nichts, also gibt es kostenlos. Herr Wintermeyer, immer wieder wird natürlich der Rundfunkbeitrag diskutiert. Die Frage ist, und das ist ja auch etwas, was die Länder immer wieder äußern, man muss zusehen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll zukunftsfit sein. Ja, er soll mit Bewegtbild im Netz arbeiten können, stark sein können, aber Beitrag stabil, eher senken als steigen und damit verbunden die Forderung Strukturreform, also sparen, stellen, schlanker werden. Also im Grunde die Forderungen, die man auch immer an die Politik selber hat. Was sind da Ihre Forderungen? Was erwarten Sie von ARD und ZDF? Also zunächst mal ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir einen beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der auch über eigene Strukturen bis hin zu einer Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die mit der Politik auch nichts zu tun hat, die Beitragshöhen jeweils ermittelt, ob erhöht wird oder ob gesenkt wird. Dass, wenn wir es aus Steuern finanzieren würden, wäre natürlich ein viel stärkerer Einfluss der Politik wieder da. Also insofern ist dieses Beitragssystem an sich ein sehr intelligentes und vor allen Dingen auch ein System, das öffentlich-rechtlichen Rundfunk freier agieren lässt, als, wie gesagt, wenn steuerfinanziert wäre. Die zweite Bemerkung, ich antworte gleich auf Ihre Frage, ist, dass die Rundfunkbeiträge, wenn wir die uns mal in den letzten 50 Jahren anschauen und mal mit den Lebenshaltungskostenindizes vergleichen, fast heute nicht höher als in den 60er Jahren. Nur in den 60er Jahren haben die Leute nur ARD und ZDF und die dritten Programme gehabt und haben gesagt, die 5,60 D, die ich damals bezahlte, naja, das ist, damit ich abends was zu tun habe. Heute ist es so, wir haben 800 verschiedene Sender, die wir bei uns in der Bundesrepublik empfangen können und haben eine Beitragshöhe über 17 Euro.
sodass dann auch öfters mal Kritik geübt wird der Menschen daran, ich gucke ja gar nicht so viel, warum soll ich an sich so viel zahlen? Und unsere Aufgabe ist, dass wir als Politik, die wir nachher auf Empfehlung dieser Kommission, die unabhängig ist, über die Beitragshöhe entscheiden müssen, auch, sage ich mal, die Interessen des Volkes im Blick haben müssen und nicht sagen, es wird immer jedes Jahr mehr draufgelegt, sondern wir auch irgendwann mal sagen, Vorsicht, wir müssen jetzt mal ein bisschen bremsen. Wir haben den Öffentlich-Rechtlichen die Aufgabe gestellt, dass wir in der nächsten Beitragsperiode, also praktisch über 2020 hinaus, entsprechend, sage ich mal, Einsparnotwendigkeiten erwarten. Die ist auch definiert worden von der Politik. Die liegt etwa so bei 2,5 Milliarden Euro für ARD und ZDF. Und wir haben jetzt einen Vorschlag auf dem Tisch liegen, der etwa 1,5 Milliarden Euro beträgt. Teilweise sogar mit Einmaleinsparungen darin. Da wollen wir noch ein bisschen dran arbeiten, müssen auch dran arbeiten. Aber wir haben jetzt die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs gebeten, das zu überprüfen und vielleicht auch noch selbst eigene Vorschläge zu machen. Ich halte es jedenfalls für richtig, wie wir Länder uns entschieden haben, dass wir gesagt haben, ARD und ZDF sollen erstmal selbst Vorschläge machen, weil wir ein großes Ziel haben, dass das Angebot von ARD und ZDF nicht leidet. Und wenn man dann etwas abgespeckt hat, kann man auch dann wieder bei digitalen Fragen zulegen. Vorschläge wurden ja schon gemacht und da wurde gesagt, sind nicht weitreichend genug. Was fehlt da? Ja, es fehlt noch 1 Milliarde Euro, ganz einfach. Die muss erwirtschaftet werden, die sollte auch erwirtschaftet werden. Und ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten dazu. Also die stärkere Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen, zum Beispiel auch in der Frage der EDV, zählt dazu. Da gibt es noch viele Möglichkeiten und wir werden uns als Länder überraschen lassen, wenn dann im Januar seitens der KEF die ARD und ZDF seit Jahrzehnten prüft und auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten sehr, sehr intim und transparent auch kennt, noch die ein oder anderen Vorschläge machen wird. Und dann werden wir darüber nachdenken, denn, in welche Richtung wir gehen. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass wir eine Beitragsstabilität auf Dauer haben werden. Das halte ich für ausgeschlossen, weil natürlich die Anforderungen auch steigen an öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und ganz nebenbei auch Löhne und Gehälter steigen für jeden. Also insofern gibt es auch die Notwendigkeit, dass gelegentlich mal der Beitrag angehoben wird. Herr Bettelt, jetzt muss ich gleich einmal fragen, weil ich erlebe das intern. Da wird ganz oft gesagt, wir sind am Limit, mehr geht nicht, wir werden hier kaputt gespart. Und andererseits hören und lesen wir natürlich von außen auch, da ist noch bei weitem nicht genug gespart. Wo ist da die Wahrheit? Also kaputt gespart worden sind wir nicht, weil wir außerordentlich erfolgreich sind mit unserem Programm. Aber ich halte es erstmal für richtig, genau zu überlegen, wie ist die Beitragsentwicklung? Wir brauchen die Akzeptanz der Beitragszahler. Ansonsten, wir können sie nicht zwingen, uns gut zu finden. Also müssen wir darum kämpfen. Und wir müssen zumindest eine Transparenz haben über unsere Kosten. Wofür brauchen wir das Geld? Und wir müssen uns der Diskussion stellen, bevor wir die Mittel einsetzen, wofür sie ausgeben. Ich kämpfe natürlich jetzt dafür, das ZDF hat Personal abgebaut. Das war im Gespräch mit einer Kommission, die uns kontrolliert, genannt die KEF. Das haben wir erfüllt. Ich finde es erstmal grundsätzlich richtig zu versuchen, möglichst kostengünstig unsere Aufgabe zu erfüllen. Allerdings halte ich es auch für wichtig, dass wir genug Personal haben. Wenn man gute Nachrichten machen will, braucht man auch gutes Personal. Also man muss die Fachkompetenz noch im eigenen Haus haben, um das machen zu können. Ich glaube, das ist auch unumstritten. Ja, über alles andere muss man reden. Also ich will aber damit aufräumen, dass wir das Paradies ist schon lange geschlossen, dass hier alles geht. Das ist schon lange nicht mehr so. Trotzdem bin ich dankbar für die Ausstattung, die wir im Moment haben. Damit können wir gut Programm machen. Das gilt ja auch für die ARD. Und jetzt geht es ja um die Zukunft. Und jeder neue Staatsvertrag muss von allen Parlamenten genehmigt werden. Insofern hören wir der Politik zu. Ja, es gibt klare Regeln. Professor Dörr kann das gut erklären, besser als ich. Die hält die Politik ja auch ein. Wir haben, sagen wir mal, eine Kultur in Deutschland, die anders ist als in anderen Ländern. Ich muss sagen, ich habe den europäischen Vergleich, da geht es sehr viel härter zu mit dem öffentlich-rechtlichen Medien. Und je weniger Demokratie gewünscht ist, desto härter übrigens, wenn man zum Beispiel nach Polen guckt. Ja, leider. Die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die ich dort kennengelernt habe, mit denen wir gut zusammengearbeitet haben, war nach dem Regierungswechsel weg. Komplett
weg. Solche Dinge hat es bei uns noch nicht gegeben und darüber bin ich sehr dankbar. Also das ist ein schwieriger Diskussionsprozess. Wir werden sehen, wir reden nachher noch über Inhalte, was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk bieten. Aber ich glaube, wir müssen genug Mittel haben, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Herr Bellut sagt, es geht um die Zukunft. Die Kritik ist oft, gerade wenn es um Struktur und Sparen geht, dass das, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich drückt, die Vergangenheit ist, nämlich hohe Pensionslasten. Trifft diese Kritik zu? Ich bin kein Pensionsexperte. Da bin ich gar nicht der wirkliche Fachmann. Pensionslasten sind hoch. Es trifft zu. Es gibt manche Anstalten, die haben 50% ihrer Personalausgaben, die sie für Pensionslasten aufwenden. Das ist nicht anders teilweise als beim Staat. Das muss man zweifelsfrei sehen. Aber die Anstalten haben schon vor Jahren darauf reagiert. Es gibt keine üppigen Pensionen mehr, sondern es ist eher so, dass sehr viele Menschen heute dafür, gerade jüngere Journalisten, dafür zahlen müssen, dass ältere Journalisten, die schon lange in Pension sind, noch etwas bekommen. Und wir kämpfen einfach dafür, dass, sage ich mal, dort auch Qualitätsjournalismus wieder bezahlt werden kann. Ich sage das sehr deutlich, man kann über Pensionen immer streiten. Das ist gelegentlich auch eine Neiddebatte. Das ist definitiv so. Aber ich glaube, man muss mit dem leben, was man hat. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir dort dieses Schiff öffentlicher Bereich, damit würde ich auch die Politik und auch die öffentliche Verwaltung mit einordnen, durchaus wieder so hinkriegen, dass Wasser unter dem Kiel ist. Es ist aber auch Sache der Tarifparteien und das muss ich ausdrücklich auch, ja, sagen. Und die ARD, ein großer Teil dieses Paketes, welches uns die Anstalten offeriert haben. Und ich habe ja mit dem sächsischen Kollegen, leite ich ja diese Arbeitsgruppe und es ist ein unglaublich intensiver Dialog, den wir seit Oktober des letzten Jahres führen. Und ich möchte auch einen Dank aussprechen, denn dieser Reformprozess in den Anstalten, den neuen ARD-Anstalten und beim ZDF und Deutschlandradio, ist auch ein umwälzender Prozess. Und gutes Programm machen Sie nur auch mit guten Journalistinnen, Redakteuren, Kamerafrauen, Kameramännern, Technikern und alles, was dazugehört. Und da sind Personalkosten eben nun mal drin. Und ich kann mir Fernseh- und Hörfunk nicht ohne Menschen vorstellen. Also, dass das alles das mag in einem Studio wie heute Journal vielleicht funktionieren, dass man automatisch gesteuerte Kameraplätze hat. Aber es wird nicht bei einer Live-Reportage funktionieren. Und insofern müssen diese Menschen auch versorgt werden. Und bei der ARD ist nach 4-jährigen Tarifverhandlungen nun ein Abschluss vorgelegt worden, der eine Deckelung der Dynamisierung bei der Altersvorsorge vorsieht und das Volumen. Also wir haben ja nicht, es ist ja kein Misstrauen, die Anstalten haben uns die Berichte vorgelegt, da sind Zahlen enthalten. Das haben wir zur KEF weitergeleitet, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich auf den Beitrag auch auswirkt. Und der Größte, der Löwenanteil ist eben der Tarifabschluss, den die ARD mit auch eingebracht hat, neben vielen strukturellen Dingen, die auch kommen und die eine langfristige Wirkung auch entfallen. Wir haben auch versucht, mal eine Qualität der Einsparvorschläge zu bewerten, wobei ich aber auch sage, Auftrag und Struktur heißt diese Kommission. Und es ist ja nicht so, dass das nur Sparen zum Selbstzweck ist. Dahinter steht das Thema, was wir anfangs hatten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in ein gewisses Spannungsfeld geraten. Ein Teil der Diskussion ist die Beitragshöhe. Mhm. Und ich ergänze nur zu dem, was Kollege Wintermeyer eben sagte. Der Rundfunkbeitrag ist jetzt seit 2009 stabil. Und er wurde sogar im Jahr 2015 noch mal um 48 Cent gesenkt. Das vergisst man oft. Und was ist seit 2009 stabil geblieben? Und die Stabilität garantieren wir in vollstem Umfang bis 2020. Und nun denken wir darüber nach, was kann gehen. Und wie war die Qualität der Einsparvorschläge? Es sind einige Maßnahmen, die die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs vielleicht das ein oder andere Mal anmerkte. Es sind weitergehende Dinge, die vielleicht in der Pipeline waren, jetzt einen Schub bekommen haben. Und es sind darüber hinaus der Abbau von Doppelstrukturen. MoMA, MIMA sind Beispiele dafür. Der Confed Cup, der jetzt in Baden-Baden in Kooperation ausgestrahlt worden ist. Und eben das große Thema Altersvorsorge. Und genau das ist der Punkt, an dem wir jetzt sind.
wo wir einen Zwischenschritt machen, wo es weitere Gespräche gibt, wo es auch weitere Ideen gibt. Denn Digitalisierung birgt auch Möglichkeiten, bei digitaler Infrastruktur vielleicht auch durch Synergieeffekte noch das ein oder andere zu erwirtschaften. Bei dieser Debatte wird auch immer mitdiskutiert, also Spahn, Struktur, Einsender, ARD und ZDF gehen ineinander, gibt es verschiedenste Vorschläge, zum einen von der CSU, zum anderen von Medienpolitikern. Macht das irgendeinen Sinn, nur noch einen Sender zu haben? Also ganz wichtig ist bei der Finanzierung Folgendes mal als Ausgangsbedingung. Der Auftrag bestimmt die Finanzierung. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen einklagbaren, vom Verfassungsgericht bestätigten und einmal auch gegen die Länder gewendeten Anspruch auf eine funktionsgerechte Finanzierung. Also die Länder sind keineswegs frei, von einem Vorschlag der KEF abzuweichen. Das haben sie ja einmal getan, da sind sie einmal nach unten abgewichen und das Bundesverfassungsgericht hat es als verfassungswidrig und zwar als eindeutig verfassungswidrig eingeordnet, weil die Gründe vor der Rundfunkfreiheit keinen Bestand hatten. Also man braucht ganz bestimmte, ganz eingeschränkte Gründe. Das mal als Ausgangsbedingung und deshalb geht man im Moment auch richtig vor. Man sagt nämlich Auftrag und Struktur, darüber müssen wir uns unterhalten und das bestimmt nachher die Finanzhöhe. Aber man kann nicht sagen, wir legen von vornherein fest, wir senken den Rundfunkbeitrag um 50 Cent oder erhöhen ihn um 3,70 Euro oder was auch immer. Der Auftrag bestimmt die Finanzierung. Das ist deshalb wichtig, weil man dann erst was dazu sagen kann, was haben jetzt bestimmte Überlegungen für realistische Chancen. Also wenn ich den Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verändere, dann verändere ich auch die Finanzierung. Allerdings gilt auch dort eine Bestands- und Entwicklungsgarantie. Das muss man auch sehen. Es ist aber nicht so, dass jeder Sender eine Garantie für seine Existenz hat. Also hat es ja auch in der Vergangenheit schon gegeben. Zwei Sender sind im Einvernehmen von zwei Ländern zusammengelegt worden zu einem Sender. Oder hier im Südwesten ist der SWR entstanden aus auch zwei Sendern, einem Landessender und einem Mehrländersender. Auch das ist möglich. Und das hat dann Auswirkungen auf die Finanzierung. Jetzt fragen Sie, kann man nicht vielleicht das ganze ZDF zur Disposition stellen oder die ganze ARD oder die ARD auf regionale Berichterstattung begrenzen? Man kann Strukturen verändern. Ob das politisch sinnvoll ist, da habe ich eine klare Meinung zu. Das macht überhaupt keinen Sinn. Denn die Konkurrenz zwischen ARD und ZDF hat sich für die Medienvielfalt als segensreich erwiesen. Also wir haben einmal in der ARD schon eine günstige Struktur, weil wir unterschiedliche regionale Anbieter haben. Und damit haben wir auch Vielfalt. Der Bayerische Rundfunk macht ein anderes Programm als Radio Bremen. Auch bei der politischen Berichterstattung ist die Färbung vielleicht doch ein bisschen unterschiedlich. Und genauso ist die Unterschiedlichkeit zwischen ZDF und ARD. Das hat sich als belebend für die Vielfalt erwiesen. Und es wäre meines Erachtens völlig unsinnig, Vielfalt abzubauen. Wir brauchen doch im Moment angesichts der Entwicklung öffentlicher Informationen nicht weniger Vielfalt, sondern mehr an Vielfalt. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich ernsthaft diskutiert wird. Das wird mal vielleicht von jemand in die Debatte eingeworfen, aber das ist keine ernsthaft geführte Debatte. Das war nie ein Vorschlag, der die Rundfunkkommission erreicht hat. Dennoch, Herr Dörr, wenn wir in die Zukunft denken und Stichwort Cloud-TV, Stichwort Plattformen, Sie hatten das ja schon angesprochen, ist ja auch ein Vorschlag, wieso nicht eine öffentlich-rechtliche, also ARD und ZDF, eine gemeinsame Plattform, auf der dann gemeinsam die IT funktioniert, auch vielleicht gemeinsam die Inhalte gespeichert werden. Was ist da, jetzt gehen wir mal kurz vor Ende, wirklich den weiten Blick in die Zukunft, was ist da möglich und wie weit würden da, wenn man diesen Weg geht, ARD und ZDF auch zusammenrücken? Also solche Formen der Kooperation sind nicht nur möglich, die sind sinnvoll. Genau. Und die versuchen ja auch die Länder stärker zu ermöglichen. Da gab es ja rechtliche Hindernisse.
durch das Kartellrecht und auch durch eine für mich in Teilen schwer nachvollziehbare Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen, der Kooperationen, die von den Ländern gewünscht sind, durch seine Rechtsprechung verhindert, also das als kartellrechtswidrig teilweise eingestuft hat. Und mir wäre es lieb gewesen, dass auch der Bundesgesetzgeber das Kartellrecht insoweit geändert hat. Das hat er leider nicht getan. Das wäre eine viel bessere Lösung gewesen als jetzt die Länderlösung. Also solche Kooperationen halte ich für sinnvoll. Und ich glaube, dass auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle Beteiligten solche Kooperationen anstreben. Natürlich macht eine gemeinsame Plattform aber mit unterschiedlichen Angeboten Sinn. Also wo man technisch zusammenarbeiten kann, wo man Verwaltungszusammenarbeit pflegen kann. Ja, natürlich, weil das im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist. Programm muss vielfältig bleiben und Mittel müssen vor allem ins Programm investiert werden, nicht zu sehr in andere Tätigkeiten. Deshalb war es ja für die Rundfunkanstalten auch so ein durchaus schwerer Brocken, auch wenn ich da kein Kenner im Einzelnen bin, diese Altersversicherungslasten zu tragen. Und es ist wichtig, Programmmittel freizuschaffen, auch durch Kooperation, auch durch Nutzung digitaler Möglichkeiten, auch durch gemeinsamere Speicherung von Programmen. Herr Wintermeyer, also nahe Zukunft oder auch weiter entferntere Zukunft, Plattformen, also damit ARD und ZDF, ich weiß nicht, ob es dafür schon zu spät ist, gegen Amazon Prime und Netflix antreten können. Ist das denkbar? Ich meine, denkbar ist alles, aber ist es realistisch, dass hier große Serverfarmen gebaut werden, auf denen Inhalte gespeichert werden, die dann ja auch deutschem Datenschutzrecht beispielsweise genügen? Ist das was, wo Sie sagen, das ist keine spinnerte Idee, sondern das ist was, was wir auch jetzt angehen müssten? Also ob es so kommt, wie Sie es jetzt eben dargestellt haben, da kann ich zu so einer Idee nichts sagen, weil ich habe vorhin gerade am Bereich des Smartphones, das 10 Jahre alt erst ist, gesagt, wie schnell sich dort im Bereich der Digitalisierung und auch der Globalisierung vieles entwickelt. Und natürlich auch viele Menschen ängstigt, das muss man auch dazu sagen. Sie müssen ja die Menschen mitnehmen, sie können ja kein Angebot machen, was dann nachher gar keiner in Anspruch nimmt oder was möglicherweise auch so viel Finanzkraft braucht, dass es nachher sich nicht rechnet. Ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass die Verbreitungswege des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Bereich des TVs, wenn ich das so sagen darf, sich schon in diesen Mediatheken im digitalen Bereich wesentlich verstärken werden und man auch über die Frage von Plattformen, eigene gemeinsame Plattformen nachdenken kann. Erstens der Auffindbarkeit wegen, zweitens auch, dass nicht von außen hin Einfluss genommen werden kann. Aber ich will Ihnen ein ganz anderes Beispiel sagen. Wir haben heute jetzt sehr viel über Fernsehen gesprochen. Ich finde, einer der wichtigsten Transporteure von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist der Rundfunk selbst, also das Radio. Da ist das Angebot von zumindest der ARD extrem groß. ZDF hat ja keinen eigenen Radiosender. Dass wir auch dort sehen müssen, das wird immer halt eben auch so empfangen werden. Also das ist etwas, das stelle ich im Autoradio an, das stelle ich mir in der Küche an oder wo auch immer. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr unterschiedliches Nutzerverhalten. Darauf müssen wir reagieren und wir müssen halt eben auch als Politik ein bisschen darauf achten, dass die Kosten im Rahmen bleiben. Herr Bellut, wenn man jetzt mal groß denkt, also Cloud-TV, eine eigene Speicher. Ist das was in den nächsten 5-10 Jahren kommen muss auch, damit man nicht verliert gegen Amazon Prime? Oder? Eigentlich müsste es kommen, ja, aber die Serverfarmen, die Sie beschrieben haben, stehen ja in der kalifornischen Wüste im Moment. Und wir haben in der Tat, wir haben das Thema Kartellrecht schon angesprochen. Es gab ja mal einen Versuch mit Produzenten, ARD und ZDF, an Germany's Gold, also eine Video-on-Demand-Plattform, wo man alle unsere Inhalte gegen Bezahlung abrufen kann. Das hätte dann eine Wertschöpfung auch für die Produzenten bedeutet. Das ist gescheitert. Jetzt will ich darüber nicht klagen, aber irgendwas in der Richtung muss es geben. Nur der Vorsprung der amerikanischen Plattform ist unendlich groß. Sie sind vor allem in der Software extrem gut aufgestellt. Man sieht es an Netflix. Trotzdem muss ich auch hier sagen, wir dürfen diese Anbieter nicht überschätzen. Wir kennen nicht genau die Nutzerzahlen. Aber bei
den Plattformen, Facebook oder Amazon, sind die Zahlen etwas klarer zu erkennen und sie sind einfach voraus. Mhm. Aber ich glaube, es wird irgendwann einen Ansatz geben, dass es geht. Ich wäre dazu bereit. Im Augenblick verbreiten wir oder verkaufen wir unsere Programme auf allen möglichen Plattformen, sind also nicht festgelegt. Das wirkt dann beitragsmindernd, die Einnahmen. Ja, die bleiben dann nicht bei uns. Aber das ideale Modell haben wir einfach nicht gefunden, ganz klar gesagt. Wir haben noch keine Antwort. Übrigens auch die große BBC nicht. Die hatte ein eigenes Video-on-Demand-Instrument. Das hat sie jetzt aufgegeben. Ja. Es ist im Augenblick das amerikanische Zeitalter in diesem Bereich. Mhm. In der Politik würde ich das jetzt nicht mehr sehen. Aber die Plattformen werden immer wichtiger, auch beim Radio. Und da spreche ich sogar Kollegen Wintermeyer. Spotify überträgt alles. Die ARD hat mit der Audiothek jetzt reagiert. Ob wir aber, ich fände eine eigene aus guten Gründen wichtig, damit wir nicht der Welt der Algorithmen und der Suchmaschinen der großen Amerikaner unterliegen, die ja Suchkriterien anwenden, die vielleicht auch nicht unserem Verständnis von Public Value und sowas unterliegen. Dennoch weiß ich nicht, ob wir den Kampf noch gewinnen können. Und deshalb setze ich mich sehr dafür ein, dass das Thema der strukturellen Auffindbarkeit der Public Value-Inhalte auch auf den großen Plattformen ermöglicht wird. Das heißt aber nicht, das eine nicht tun. Ich glaube schon, Auffindbarkeit wird in dieser Welt von Big Data immer, immer wichtiger. Menschen, auch ältere Generationen, wir müssen inklusiv denken, wollen ihre Lieblingsinhalte und Programme finden. Und das wird immer, immer komplizierter. Jedes Endgerät ist heute eine Plattform. Und da brauchen wir gute, klare Regeln, damit es leichter wird. Gute, klare Regeln, das ist meine Kamera, ja, da sind Sie. Das war's zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was ich jetzt mal so zusammenfassend aus 90 Minuten mitnehme, ist, Bewegtbild hat eine Zukunft, auch im Netz. Wie genau die aussieht, das kann man gar nicht klar beantworten. Da gibt's auch nicht die eine Antwort und vor allem ist das so unfassbar in Bewegung, dass wir sie nicht hier und heute beantworten, sondern dass ich das immer wieder neu beantworten muss. Und es wird die Politik dabei geben, die die Regeln setzen, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich in der neuen Medienwelt bewegen kann. Auch das wird immer wieder neu diskutiert, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss sich auch immer wieder neu rechtfertigen. Auch das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute hier in der Runde zugeschaut haben, wo auch immer, auf YouTube, auf Phoenix, auf Twitter, auf Facebook. Schönen Tag, Abend, je nachdem, wann Sie hier dabei sind. Dankeschön. Applaus